SMS, Internet, E-Mail, an telefonieren, dat kannen alles den Handy, ja. Aber just weil es so Antenne gibt, wie die Doten. Aber wie funktioniert das überhaupt? Wie verbinden so eine Antenne zwei Handys mit den einen? Ein klarer Fall für den Mr. Science. Ha, wie het ausgesagt besichten, Mr. Science haut de Wölzer Lissé. Me, Joseph, was müsste? Ich will mich schon nicht dran mischen, me, du kannst aber nicht so einfach dem Physiksprof Klass klauen. Boah, egal, mir da verrückt es einfach, ob Mannsfeste mit denen Bixen will es hörst. Im Moment. Fängst du ab? Na ja, an meinem Experiment von heute erkläre ich, wie ein Handy funktioniert. Und das erkläre ich anhand von dieser Bixe. Voilà, jeder muss gespannt gehen. Und du fragst ihn, ob er meint, ob er Prof nach immer an der Tafel schreibt. Ja, Mick, meinst du, der Prof schreibt nach immer an der Tafel? Ja, der kriegt ja nie aufs Mod. Das ist ein Experiment, kennt er bestimmt. Es ist aber trotzdem interessant, wie das funktioniert. Wenn Develin schwätzt, produziert hat Schallwellen. Und diese Schallwellen dienen den Boden von der Bix vibrieren. Und diese Vibrationen gehen über die Seele über drohen. So wie bei dieser Feder. Auf der anderen Seite vibriert dem Yannick sein Bix den Boden. Und das produziert neue Schallwellen. Und die kann der Yannick dann hören. Das ist ein guter Froh. Wie bei einem Handy funktioniert das ähnlich. Schüsst, dass die Wellen, die beim Handy entstehen, elektromagnetische Wellen sind. Und die gehen durch die Luft und die brauchen also keinen Seil für transportieren zu gehen. Hallo? Was ist das? Hast du da etwas wie ein unsichtbares Seil zwischen zwei Handys? Nee, Handys sind nie direkt ein mit dem anderen verbunden. Das geht über Umwehr. Komm mal mit. Wenn ich mit meinem Handy anrufe, geht mein Gespräch über elektromagnetische Wellen und das Antenne. Und von da aus geht dann innerirdisch weiter bis an Zentral. Und da gehen wir noch hin. Hier durch die Kabel könnt den Anruf ran. Aber wie wisst ihr dann, wo den Anruf hin muss? Wisst ihr, wo alle Handy am Land sich befinden? Nee, als Zentral die weiß nicht mehr, ob ein Handy angeschaltet ist. Ob man am Lützeburger Land ist oder ob man am Ausland ist. Wenn man hier heim ist, wir haben zwei Zonen, das sind die Zonen, die hier auf der Karte sind, und wir wissen just, welche eine Zone im Handy ist. Wie wisst ihr da, wo den Anruf hin muss? Weil wenn wir einen Anruf für eine bestimmte Handysnummer kriegen, dann schicken wir an sämtliche Antennen, die an der Zone sind, wo das Handy sich befindet, ein Rufsignal heraus. Das Handy, der lauscht das dauernd, hört das Rufsignal, aber wenn er merkt, dass das für mich, dann melden sie sich und sehen, hey, sie nicht. Und dann holen wir den Appell und schicken über die Antenne, wo das Handy sich gemeldet wird. Ah, und die Antenne sendet das Signal dann über Mikrowellen weiter an den Handy? Ja, genau. Joseph, dein Tee ist fertig. Hä? Joseph, machen wir nur eine Teepause? Ah, nee, ich verstehe. Du suchst gerade Mikrowellen. Senden Handy dann nur die nämlich Strahlen wie an einer Mikrowelle? Nee. Sie haben zwar selbst, aber sie haben viel, viel mehr Energie. Die gesamte Energie von einem Handy muss ja aus dieser kleinen Batterie rauskommen. Und das geht niemals durch, für so ein Tass Wasser zu erhitzen. Das klingt ganz logisch, aber passt dann doch ganz sicher. Ja, aber für das zu überprüfen, machen die Schüler einen Test. An diesem Becher schütten ich genau 50 ml Wasser. Und den Johnny den erklärt es so, was sie hier genau wissen. Vielleicht müssen wir mal die Temperatur vom Wasser 22,7 Grad und dann lädt die eine Hälfte von der Klasse ihr Handy bei Wasser und die andere Hälfte von der Klasse trifft ob die Handy an. Und dann gucken wir, ob eine Veränderung an der Temperatur festzustellen ist. Schüler rufen fleißig ob die Handy an, aber so direkt scheint nichts zu passieren. Auch lang werden oder die Handy ernst das lehen, hat keinen Einfluss auf die Temperatur. Für die Quantität Wasser um 10 Grad zu erhitzen, braucht man ungefähr eine Energie von 35 Watt über eine Minute. Für diese Energie lang mit der Handystrahlung zu kriegen, bräuchte man über 1000 Handys, an die musste man ganz nur dabei passen und dann darf noch keine Energie verloren gehen.
So, Mr. Science? Ja? Vielleicht geht mein Ohr dann aber immer warm, wenn ich anrufe. Naja, das hat zwei Gründe. Erstens geht dein Akku warm, weil er muss schaffen. Und der zweite Grund ist entstehen, dass egal, was da wieder da hält. In dem Moment entsteht nämlich ein Blutstau am Ohr und da geht dein Ohr nicht mehr aufgekillt und dadurch geht warm. Joseph! Oh, Joseph! 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 Ja? Ui, haha, was geschieht da denn los? Heute Mr. Science sich vielleicht heute geirrt? Hä? Du kannst doch nicht sehen. Was ist da hinten drin? Ah, der Schlauch. Wo geht der los hin? Hey, wo ist denn der Schüler zurück? Ich meine, ich weiß nicht, wie ich war mit eurem Kind. Wo war mein Klasse?